Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Mittenwald oder vom Naturcampingplatz Iserhorn, kurz vor Mittenwald. Ja, die Nacht war sehr kurz. Sieht man vielleicht auch noch an meinen Augen. Es hat wirklich die ganze Nacht geregnet, teilweise sehr heftig mit Blitz und Donner, so dass also ein Schlafen kaum möglich war. Ansonsten ist soweit alles trocken geblieben. Ich werde mir jetzt ganz in Ruhe noch den morgendlichen Kaffee, den ich natürlich schon zubereitet habe, hineinziehen und genießen. Werde dann noch etwas frühstücken und werde dann, sobald das Wetter mitspielt, noch nach Mittenwald reinfahren, mir da ein paar Sachen anschauen und vielleicht noch eine kleine Runde drehen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Ja, wie ihr seht, der Nebel hängt noch tief. Ich hoffe, es klart noch etwas auf. Wie man sieht, die Isar gut gefüllt. Und ja, wie schon vorhin gesagt, noch Kaffee und dann mal sehen, wie das Wetter sich so entwickelt. Und dann noch eine kleine Tour hier zu drehen. Einen wunderschönen guten Tag. Mittlerweile unterwegs nach Mittenwald. Es sind ungefähr 4,5 Kilometer vom Zeltplatz und dort werde ich mir Mittenwald anschauen und dann, sobald das Wetter so bleibt wie jetzt, versuchen, die Geisterklamm zu durchqueren, wo ich euch dann selbstverständlich mitnehmen werde. Ansonsten bleibt dabei und viel Spaß. So, hier rennt das Essen sozusagen auf der Straße herum. Da möchte ich heute hin. Und da muss man rein. So, hier der Eingang zum Wasserfall. Es ist der Weg, wo man hin und zurück muss, hat nichts damit zu tun, dass man hier diese Wanderrunde dreht. Also wie gesagt, hier nur
Was heißt nur? Hier zum Wasserfall und wieder zurück. Willkommen in Österreich. Ja, jetzt wieder auf dem Rückweg und dann gleich noch eine kleine Wanderrunde. Das war der Wasserfall, 23 Meter hoch. Ich bin wieder zurück in Deutschland und werde jetzt eine kleine Wanderrunde machen und ich hoffe, ihr begleitet mich auch dabei. Bis gleich. Eine kleine Zusatzinformation noch, also auf dem Weg zum Wasserfall bezahlt man Eintritt Erwachsene 3 Euro und Kinder 1 Euro. Ich finde, es ist gerechtfertigt, weil diese Anlage auch instand gehalten werden muss. Und es ist doch ein kleines Erlebnis, das so mal zu sehen. Weiter geht's. Wie man sieht, auch hier gibt es Anstiege. Heute dann aber ohne Motor. Also ganz entspannt, die 1000 Meter werden wir auch schaffen. Die große Armspitze mit fast 5 Stunden, die werde ich heute mal sein lassen. Und ansonsten geht es weiter Richtung Leutatsch. Und wieder an der Staatsgrenze. So, hier ein Überblick. Der Wanderwege. Ich bin jetzt hier. Gehe jetzt hier hoch zur Panoramabrücke und werde dann hier den Weg zurück und dann wieder bis hierher bzw. hier oben rum. Das werden wir sehen. Okay, los geht's. So, immer noch in der Geisterklamm. Mache ich mich jetzt hier auf diesem Stahlweg auf einen kleinen Rundweg, der mich Richtung Leutasch führen wird und quasi in der Klamm entlang und mal sehen, was es alles so zu entdecken gibt. Entlang des Weges auch immer wieder gute Erklärungen.
und da geht es dann weiter. So, hier nochmal eine Erklärung des Ganzen. Vorbei am Einstieg zur Geisterklamm geht's jetzt hier weiter Richtung Mittenwald. Ich bin wieder zurück am Ausgangspunkt meiner kleinen Wanderung heute und werde wieder zurückfahren nach Mittenwald. Sehr interessant und eröffnet einem noch gleich neue Perspektiven. Nein, man hat mich nicht ausgeraubt und das Zelt ist auch noch ganz. Ich habe nur die ganze Sache aufgrund des starken Gewitterregens gestern Nacht für meine Begriffe noch mal verbessert, denn ich habe als Unterlage so eine Plane, damit durch die Steine hier auf diesem steinigen Untergrund das eigentliche Zelt nicht kaputt machen. Nachteil war zumindest gestern, dass es so stark geregnet hat, dass sich zwischen Plane und Zeltboden sehr viel Wasser angesammelt hat. Und es dadurch sehr feucht wurde, beziehungsweise das Wasser einfach stehen geblieben ist. Das habe ich jetzt alles sozusagen bereinigt, trockengelegt. Und dann kann der nächste Regen kommen und wir werden sehen, ob es dann funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich habe meine Aufräumarbeiten beendet. Es ist alles soweit sicher, hoffe ich zumindest. Und ja, ich habe jetzt noch mir ein Käffchen gemacht und werde jetzt noch mal runtergehen an die Isar, noch mal ein paar Drohnenflüge durchführen.